zweite Tag auf Tahiti hat angefangen. Oder auch der letzte so gesehen, na logisch. Wir sind jetzt, es ist 9 Uhr, wir sind gerade von Bord gekommen und werden jetzt mal schauen, was wir machen. Wir wollen nochmal in die Stadt zum Fischmarkt ein bisschen schauen. Es ist extrem heiß gerade, also wir haben bestimmt jetzt 30 Grad mindestens und es ist erst 9 Uhr. Also mal schauen, was so passiert noch. Auf jeden Fall gut eingecremt ist man. Käppi ist auf jeden Fall dabei, sonst würde man sich hier den Kopf verbrennen. Und genau, wir wollen mal schauen, ob wir irgendwie zum Fischmarkt kommen und dann werden wir vielleicht mit dem Taxi oder so eine Rundtour machen oder auf jeden Fall. Auf jeden Fall werden wir zum Strand fahren, dann was anderes geht heute eigentlich kaum und genau, wird bestimmt cool. So, wir sind jetzt am Strand angekommen, waren ungefähr dreiviertel Stunden im Bus unterwegs und werden jetzt erstmal ein bisschen Pause machen, haben was zum Schnorcheln dabei und dann mal schauen, was so losgeht. Es hat eigentlich auch während der gesamten Fahrt geregnet und jetzt ist ganz schön, jetzt hat es aufgehört, es war wirklich sehr starker Regen und jetzt ist ein bisschen kühlere Luft, das Wasser soll aber immer noch sehr warm sein, wollen wir mal schauen. Aber ihr seht schon, es ist schon nicht schlecht hier. Ich würde sagen, vielleicht nicht unbedingt der schönste Strand, an dem man bis jetzt war, aber auf jeden Fall extrem warm. Überall sind Palmen. Also da oben hängen, glaube ich, Kokosnüsse an der Palme. Also das ist schon, hat sich auf jeden Fall gelohnt herzukommen. Mal schauen. Wir sind jetzt mal durch mit dem ersten Programmpunkt. Mal schauen, was wir noch so machen. Wir waren jetzt schnorcheln oder ich war schnorcheln. Das war echt richtig schön. So Stunde, anderthalb. Mal einfach sich treiben lassen, so den Fischen folgen. Das war schon, hat echt Spaß gemacht. Es waren sehr schöne Fische dabei. Diese Sachen, die man gar nicht kennt aus Europa oder aus dem Mittelmeer. Und war auf jeden Fall ein Erlebnis. Noch ein bisschen so gebadet und jetzt waren wir was in so einem kleinen Laden was essen. Also wirklich so ein Mini, so wie heißen hier, Snackladen und so. Und jetzt warten wir gerade auf den Bus, wir haben keine Ahnung, wann der kommt. Wir stehen einfach mal an der Straße und mal gucken, wann er hält. Wir wollen erstmal Richtung Stadt und dann mal schauen, wie es weitergeht. So, wir sind wieder am Schiff zurück angekommen. Ist jetzt, wir jetzt auch noch fertig schauen, wie spät es ist. 17:30 Uhr, okay, es geht schon, aber die Sonne geht langsam unter. Also so ein Viertel nach sechs wird es hier dunkel.
Wir werden ein paar Stunden auslaufen, werden jetzt gleich mal auf die Kabine gehen, duschen, ein bisschen was essen. Wir sind richtig müde. Aber ich muss sagen, waren zwei sehr schöne Tage hier, beziehungsweise anderthalb Tage. Wir haben viel gesehen. Also ich muss sagen, war positiv überrascht. Es war extrem warm und wir hatten Glück mit dem Wetter. Der Regen war auch ganz angenehm zwischendurch. Und sehr schöne Insel, sehr coole Leute hier. Und genau, morgen geht's noch. Heute Abend geht's Richtung Bora Bora, werden wir morgen dann sein. Ist ja so ein bisschen so ein Highlight bei der Crew. Mal schauen, wie es wird. Aber ich war auf jeden Fall heute schon sehr positiv angetan und wir werden mal sehen, wie es weitergeht. Vielleicht finde ich noch ein paar schöne Aufnahmen von Auslaufen. Werden wir mal sehen. Ihr seht schon im Hintergrund oder im Vordergrund, vielleicht wird die Sonne schon langsam untergehen. Aber genau, dann sehen wir uns bald wieder. Ja, hier ist jetzt mittlerweile 8 Uhr. Ich wollte eigentlich für euch das Auslaufen filmen. Wir sollen 2 Stunden ablegen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr, sehr K.O. Irgendwie war doch alles sehr anstrengend mit dem mit dem Schnorcheln und der Sicht, Licht und Sonne und kalt und warm und Wasser und so. Deswegen werde ich jetzt gleich erstmal schlafen gehen, werde das Auslaufen heute leider verpassen, aber morgen ist ja auch noch ein Tag, morgen gibt es Bora Bora. Das wird hoffentlich auch schön, da müssen wir auch früh aufstehen, weil da sind wir nur von 8 bis 18 Uhr. Das heißt, wir werden so um 7 Uhr aufstehen und damit man da einfach fit ist, werde ich wohl jetzt mal mich ins Bett begeben. Eine schöne gute Nacht euch noch.